Liebe Gäste, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Anlässlich unseres Heimspiels gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim, Endstand 1:0, 920 Zuschauer. Heute hier im Waldstadion bei mir die beiden Trainer, zu meiner linken gestern Vincent Wagner, herzlich willkommen. Und zu meiner rechten unser Trainer Danny Schwarz. Herr Wagner, hier ein Statement zum Spiel heute. Ja, erstmal guten Tag. Alle, die es mit FC Homburg heute natürlich auch ein guter Tag bei dem Ergebnis für Remi. Ja, relativ simpel. Der englische Trainer hat es ja vor dem Spiel gesagt. Wir sind sehr jung und deswegen halten wir auch nicht dagegen und knallen uns auch nicht rein. Das hat man dann auch in den ersten 10 Minuten gesehen, wie dann sehr intensiv in die Zweikämpfe gegangen wurde. Das war auch okay, das müssen die Jungs auch lernen. Ja, da wusste man direkt, wo es lang geht. Ich fand, das war trotzdem nicht grundsätzlich unser Problem. Unser Problem war eher fehlende Mut mit Ball. Und am Ende des Tages, finde ich, kann man das Spiel trotzdem reduzieren auf zwei Situationen nach der Pause. Einmal, klar, Homburg hatte in der ersten Halbzeit auch eine große Chance, wo der Schiedsrichter seine Linie dann nicht ganz so konsequent durchgezogen hat, wo wir schon Glück haben, dass es nicht 0-1 steht. Ich denke, danach haben wir aber auch zwei gute Situationen, wo wir dann das Tor machen müssen. Nach der Pause, eine gute Chance zu beginnen und dann war es halt so, laufen wir, haben es einmal hingekriegt, so ein bisschen uns aus dem Druck zu lösen und laufen im Prinzip 2 gegen 0 aufs Tor und sind zu blöd, den Ball A quer zu spielen oder selber ins Tor zu hauen und dann muss man einfach sagen, ist die Liga zu stark, ich glaube als beste Regionalliga Deutschlands, da gewinnt man dann auswärts bei einem sehr, sehr guten Gegner, ich glaube schon, dass man gesehen hat, dass Homburg eigentlich eine Spitzenmannschaft ist. Natürlich tut Mendler ein bisschen weh, aber auch Pittel und weil auch auf den Außen sind sehr, sehr gute Außenstürmer plus Hummel und meine beiden Innenverteidiger, die ältesten Spieler auf dem Platz, heute schon ihre Problemchen gehabt. Ja, zweite Halbzeit alleine gegen beide, sich da zweimal durchtankt, die Riesenchance vor dem Tor dann vor Homburg. Hat er sich ja auch im Prinzip alleine erarbeitet und dann müssen wir das einfach besser lösen. Und wie gesagt, dann nach der riesenvergebenen Torschuss von uns, dann Ecke Homburg. Und wir haben sogar noch das Glück, dass die Homburger es eigentlich gut mit uns meinen, spielen dieselbe Variante vorher auf kurz. Und wir sind da schon zu blöd, den ersten Pfosten vernünftig zu verteidigen. Und dann kommt dieselbe Ecke nochmal und wir machen denselben Kinderfehler ein zweites Mal. Und dann darf man sich am Ende des Tages auch nicht beschweren. Ich denke, dann hat Homburg es auch gut gemacht, wie sie es übrigens das ganze Spiel gut gemacht haben und haben dann auch verdient gewonnen. Wie gesagt, ich glaube, es ist keine Schande in Homburg beim Spitzensieg 1:0 zu verlieren. Das ist ein bisschen schade, weil wir uns ein bisschen doof angestellt haben. Auf der anderen Seite gehört auch mein Gegner dazu. Ich glaube, der war heute sehr gut und demzufolge lass ich uns munter putzen und am nächsten Sonntag im nächsten Heimspiel den Dreier holen. Danke. Vielen Dank, Herr Wagner. Danny, dein Statement zum Spiel heute. Ja, danke für die Glückwünsche. Und ich muss es jetzt auch erstmal sagen lassen, die letzten Wochen oder war es nicht so einfach für uns, wir haben so ein bisschen das Bade verloren, deshalb war dieses Spiel heute extrem wichtig für uns. Und natürlich habe ich das zum Thema gemacht. Ich kenne die Situation um 23 NLZ, hochbegabte Spieler. Und natürlich war das Ziel erstmal von uns, auch aufgrund der Kritik der letzten Tage, dass wir erstmal diese Zweikämpfe und diese Härte, diesen Männerfußball hat er wieder reinbekommen, um eben diesen brutal starken Gegner überhaupt nicht ins Laufen kommen zu lassen. Weil wenn sie ins Laufen kommen, dann wird es eklig. Ja. Sie haben viel zu viel Qualität, viel zu ballsichere Jungs, viel zu viel Geschwindigkeit. Das ist uns, glaube ich, recht gut gelungen. Und natürlich war das dann auch spielerisch teilweise nicht das Gelbe vom Ei, aber das hat heute mal gar nicht interessiert. Wichtig war heute, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Und ich gebe meinem Kollegen recht, es waren so zwei, drei Schlüsselmomente, wo Hoffenheim Glück hatte und wo dann auch wir am Ende des Tages Glück hatten. Ja. Diese Situation, wo der Gegner 2 gegen 0 läuft, können wir bestraft werden. Aber vielleicht gibt es irgendwo diesen ominösen Fußballgott, der gemerkt hat, dass diese Jungs heute alles auf den Platz gelassen haben, um dieses Spiel zu gewinnen. Und Benny Kirchhoff klärt dann den Ball noch von der Linie, wenn er nachverteidigt mit bedingungslosem Einsatz. Und ich glaube, das hat man heute in jeder Minute des Spiels gemerkt, dass die Jungs das sich auf die Fahne geschrieben haben, um dieses Spiel heute zu gewinnen. Dass uns dann das Spielglück dann auch mit Unterkantelade oder auch, dass diese erste Großchance von David, wo, glaube ich, 10 Sekunden Zeit hat, dieses Tor zu machen und er macht es nicht, dass uns das auch in den letzten Spielen ein bisschen gefehlt hat, ja, das steht, glaube ich, außer Frage. Am Ende des Tages sind wir extrem froh, gegen diesen starken Gegner eine Antwort gegeben zu haben auf dem Platz.
Und ich glaube, am Ende ist es dann ja auch ein Stück weit verdient. Und ja, jetzt geht es darum, dass man das konserviert, diese Haltung, die uns einmal geflöten ging in Freiburg, das habe ich der Mannschaft auch klar gesagt. Aber diese Mannschaft kriegt von mir immer volle Rückendeckung, weil ich an sie glaube, weil sie auch diese Mentalität hat. Das ist ein großes Wort, Mentalität. In Freiburg hat uns die Bereitschaft zu diesem Spiel gefällt. Heute haben wir es gehabt, heute sind wir belohnt worden. Nicht mehr und nicht weniger. Die Liga ist so ausgeglichen, als ob man da irgendwo mit Standgas durch die Gegend eiert und denkt, man kann Punkte mitnehmen. Das hat man heute wieder gesehen, die Jungs sind in ihre Grenzen gegangen. Und jetzt freuen wir uns über diesen extrem wichtigen Dreier, haben wir schon lange gehabt in der letzten Woche. Und dann geht es aber schon wieder weiter und dann müssen wir das nächste Spiel hier aus unserem Spiel bestreiten. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer? Nicht der Fall, dann unseren Gästen Udo Heimfahrt. Viel Erfolg für die nächsten Spiele und für uns geht es weiter am Samstag beim Badinger SC. Bis dahin, gute Zeit und auf Wiedersehen.